ist Ronja und die Easy und ich machen zusammen heute einen weiteren Persönlichkeitstest. Und zwar finden wir heute raus, welches Tier wir sind. Welches Tier? Ich weiß schon, welches Tier du bist. Ja? Ein Ameisenbär. Ja, klar. Weil du immer im Dreck rumwühlst. Hast mich. Ja, tja. Easy, Test gelöst. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Okay, auf geht's. Meine Damen und Herren, seien Sie heute herzlich willkommen auf unserer Spielshow. Ladies and Gentlemen. Ich präsentiere den Drachen, den Löwen, die Eule und den Hund. Nur einer davon ist richtig. Ah, das ist doch so eine Schildkröte. Welchen wird sie wählen? Ich glaube, ich hab's. Also jetzt mal Spaß beiseite, das ist eine Schildkröte. Hä? Das ist ein kleiner, süßer Drache. Hä? Ich hatte so ein Ding mal als Schlüsselanhänger. Auch mit diesen Pailletten drauf. Und das war eine Schildkröte. Ich habe das gekauft. Aber es hat doch Schlüsselanhänger Schildkröte. Das ist doch so spannend. Hi, ich bin Sophie. Das sind meine Freunde Abby und Peach. Sie sind wohl sehr glücklich. Die sind sehr ärgerlich. Die sind ein bisschen ärgerlich, ja. Autsch. Abby, mach das nicht. Ja, die wollen wissen, was für ein Tier sie sind. Heute wollen wir herausfinden, welches Tier du bist. Verstehe. Bereit? Lass es uns herausfinden und den Test beginnen. Auf geht's. Ich will ein Fisch sein. Mache beim Test mit und zähle die Antworten. Ich wäre gern Krokodil. Bist du ein süßer Hund oder ein mächtiger Löwe? Warum wärst du gern Krokodil? Hä, die sind voll cool. Wirklich? Wieso? Weil das die einzige Figur ist, die ich im Sand bauen kann. Was? Hast du nicht so als Kind so Figuren im Sand gebaut? Ist man immer noch, aber wieso Krokodil? Hä, Krokodil ist richtig einfach. Krokodil ist mein Go-To-Sandbautier. Können wir weitermachen. Wie magst du es zu reisen? A. Mit dem Zug. Oh ja. Weil ich dann zum Tagträumen Zeit habe und über mein Leben nachdenken kann. B. Mit dem Auto. Weil ich dann meine Freunde und meine Familie leicht mitnehmen kann. C. Die erste Klasse im Flugzeug oder ein Privatjet. Oh, das ist auch cool. Und D. Egal wie, ich liebe das Reisen. Ja, ich glaube, ich muss D nehmen, weil mir ist eigentlich egal, was es ist. Ich gebe A, aber schreibe deine Antwort auf. Geht jetzt so los? Als würden sich die Mädels auf ein Reisen vorbereiten. Muss man ja mal herausfinden, welches Tier man ist. Warte, verziehst du dich? Wo gehst du denn hin? Lass erst das Quiz fertig machen. Echt so. Welches Essen würdest du wählen? A. Salat und Nüsse. B. Fastfood und Süßkram. C. Steak und Rippchen. D. Sushi und exotisches Essen. Ah. Ich hab einen Weakspot für Sushi. Ich nehme nochmal D. Schreibe da. Du nimmst D? Ja. Ah, ich bin wieder bei A. Ey, es zeichnet sich was an. Deine Antwort auf. Du siehst super aus, Pete. Aber wieso isst Abby immer Süßes? Du wirst doch deine Zähne kaputt machen, Abby. Okay, Mom. Abby, alles okay? Ja. Dieses Geräusch. Nächste Frage. Das klang nicht gut. Welchen Kontinent würdest du am liebsten besuchen? A. Ich würde gerne mehr über die Kultur von Europa und Asien lernen und sie erleben. B. Mir gefällt es, wo meine Freunde und Familie sind, aber ich reise auch ganz gern mal. C. Egal, wohin ich reise, solange es dort exklusive Events, teure Cocktails und wichtige Leute gibt. Es gibt kein D für die Option? D. Ah doch. Asien. Auch Europa. Und Afrika? Amerika. Lass mal sehen. Australien. Oh Gott, nee. Ich hätte D gesagt, aber Australien habe ich leider tierische Angst vor, dass mich da irgendeine Qualle anfasst und ich dann einfach sterbe. Deswegen muss ich leider A nehmen. Nee, ich glaube, die meinen damit einfach alles, weil du siehst da die ganze Welt drauf. Ja, aber... Also, wohin würdest du gerne reisen? Australien aber, halt gar nicht. Aber Kultur, B weiß ich nicht mehr. B war bei Luxus. Familie, genau. Und D ist alles, also so frei. Okay, kann ich nehme A. D außer Australien nehmen? Natürlich darfst du das. Okay, gut, dann hätte ich gerne einmal D, bitte. D wieder, ich bin wieder A. Oh mein Gott, was bin ich? Wir sind sehr fest davon überzeugt, was wir für ein Tier haben. Ich finde es auch schön, dass die Fragen alle sehr aufs Reisen bezogen sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das mit unserem Tier zusammenhängt, aber das kriegen wir bestimmt gleich raus. Das werden wir rausfinden. Ja, ja. Schreibe deine Antwort auf. Okay. Okay. Ich will unbedingt nach Asien. Ich auch. Ich liebe die Kultur und die Leute. Was willst du dort erforschen? Einfach nur Kim. jedes Mal ein kommt sie erst erfüllt dir einen Wunsch. Was wünschst du dir? A. Mir nicht mehr Sorgen, um alles zu machen. B. Ein langes, glückliches Leben mit meinen liebsten Menschen. C. Der Besitzer der erfolgreichsten Firma auf der Welt zu sein. D. Die Chance zu haben, die Welt zu entdecken und viele Abenteuer zu haben. Ich glaube, da muss ich B nehmen. Ich hätte gerne eine schöne Familie. Ronja, du weißt, schreibe deine Antwort auf. Ja, es tut mir leid. Moment. Nimmst du A? Du
weichst ab. Ja. Wieso? Ja, weil... Nee, D sehe ich nicht so. Wirklich? Ich brauche weniger Abenteurer. Ich glaube, ich bin so, ne? Okay, dann nehme ich D. Dann nehme ich jetzt D. Du nimmst D? Ja, ich bin ein Abenteurer. D. Selber schuld. Das hast du davon. Okay. Oh, eine Magische Lampe. Was machst du da, Abby? Das wird nicht funktionieren. Was zum... Oh. Abby, du hast es geschafft. Eine Peach. Ich meine, ein Genie ist erschienen. Was wünschst du dir, Abby? Wie gut bist du? Sie ist ganz überfordert mit dieser Situation. Ich schätze nicht, sie weiß gar nicht. B. Ich kann sehr faul sein, aber bei Freunden bin ich immer sehr aktiv. Ich sehe mich bei B bis jetzt. Ich an Sport und bin sehr kompetitiv. Ich mag auch Sport. D. Ich mag Sport zu machen, wenn meine Freunde auch mitmachen. Ach, hier bin ich bei D. Dann bist du bei D? Ja. Ich glaube, ich bin eher C. Ich brauche nicht unbedingt Freunde zum Sport machen. Ich bin mehr so ein allein in meinem Keller Fitnessstudio-Sporttyp. Ich habe jetzt wirklich ein Fitnessstudio im Keller. Habe ich mir selber gebaut. Ist ein Meisterwerk geworden. Ich sag's dir. Richtig cool. Ist zwar kalt wie sonst was, aber... Okay, C. Schreibe deine Antwort auf. Oh Mann, cool, Ronja, du gehst langsam zum D rüber. Ja. Was passiert hier, ja, Abby? Kannst du dich wieder nicht entscheiden? Oh oh, die Zeit läuft. Abby, wähle deinen Wunsch. Wann läuft die Zeit bei einem Genie? Dir jetzt was? Das weiß jeder. Klassisches Genie-Problem. Was ist dein Wunsch? Oh nein, die Zeit ist um. Vielleicht dann nächstes Mal, Abby. Arme Abby. Wie sieht dein soziales Leben aus? A. Ich mag's alleine zu sein. Ich habe eine kleine Gruppe an Freunden. B. Ich habe eine große Familie und wir sind uns sehr nah. C. Mein Partner und ich verbringen die meiste Zeit zusammen. D. Ich habe eine Menge Freunde und das überall auf der Welt. Ich liebe es, neue Leute kennenzulernen. Zählt es, wenn man eine Freundin in Amerika hat? Ja. Ja? Okay, dann einfaches D. Einfaches D. Die ist in der Grundschule umgezogen. Oh, ich habe sogar noch eine, die ist zum Studieren nach Holland oder so. Nice. Also, tada. Ronja, D. Habe ich zwar alle in der Schule kennengelernt und die nie besucht, aber D. Eindeutig. Was hast du? Auch D. Auch D. Schreibe deine Antwort auf. Ich schwöre, es war hier. Hier auf dem Sitz. Peach, wieso glaubst du mir nicht? Meinst du dieses Genie-Ding? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Wahrscheinlich. Es gibt keine Flaschengeister. Ah. Du musst mir glauben, Peach. Sophie, sag ihr, was du gesehen hast. Die nächste Frage ist da. Warte, was? Wie sieht dein Schlafrhythmus aus? A. Ich bin eine Nachteule. B. Ich schlafe, wenn ich gelangweilt bin. Aber wenn was Spannendes passiert, bleib ich wach. Ja, schon, das fühle ich. Und am meisten am Morgen produktiv. Oh Gott, nein. D. Kommt auf den Tag an. Oh, D. Ich habe eine Mischung aus A, B und D, würde ich sagen. Weil meistens bin ich nachts wach, aber wenn mir langweilig ist, schlafe ich halt auch gerne mal so aus Spaß. Ich glaube. Okay, ich nehme B. Du nimmst B, okay. Ich nehme B. Alright. Schreibe deine Antwort auf. Nimmst C? Krass. Liebe ist früh auf die Schiene. Ist immer noch traurig, dass Peach ihr nicht glaubt. Komm schon, Peach. Ist es so schwer zu glauben, dass es einen Genie gibt? Ja, Abby, du hast recht. Ich will die Ergebnisse sehen. Was für ein Tier bist du? Zähle deine Antworten und finde es raus. Okay. Müssen wir jetzt wohl zusammenzählen, René? Ja. Also, was bist du? Ich glaube, ich hatte am meisten D, oder? Du hast dreimal D? Viermal D. Viermal D und zweimal B. Okay, aber das ist ja dann relativ eindeutig. Was hast du? Also du bist D, genau. Warte, ich zähle kurz. So schwer zu zählen. Ich habe dreimal A und dreimal D. Okay, also müssen wir... Nee, nur zweimal gucken. D. Ich habe dreimal A und doch dreimal D. Okay, gut. Also A. Also, zählen ist auch eine schwierige Sache, verstehe ich. Okay. Ein Stück zurück. Und okay, Typ A. Eule. Eule. Du bist ein tiefsinniger Denker. Sehr analytisch und detailorientiert, sowie rational. Manchmal kommst du etwas distanziert rüber, aber du bist sehr warmherzig zu den Leuten, die du liebst und denen du vertraust. Du hast eine logische, praktische, systematische und präzise Herangehensweise. Du hast eine kleine, aber treue Freundesgruppe. Warte, B haben wir gar nicht. Achso, wenn ihr den Test selber mitgemacht habt, ich verlinke euch das Originalvideo hier unten direkt in der Videobeschreibung ganz oben. Dann könnt ihr da selber eure Auflösung angucken, weil wir gucken ja immer nur die für uns zutreffen, weil sonst das Video zu lang wird.
liegst. Typ D, Chamäleon. Oh! Du passt dich sehr schnell an Situationen an. Oh, Chamäleon finde ich cool. Egal, ob du mit einer ruhigen Freundin oder einer großen lauten Gruppe bist, du hast immer Spaß. Du bist die Seele jeder Party, wenn du es denn willst. Du bist sehr kontaktfreudig, offen und enthusiastisch. Du magst keinen Smalltalk, aber eher tiefsinnige Gespräche, sodass du den anderen besser kennenlernen kannst. Wirklich? Ja, ja. Hast du es endlich gesehen, Abby? Ich war's doch die ganze Zeit. Du fällst immer drauf rein. Die Mädels haben ihre Ergebnisse. Abby ist eine Eule und Peach ist ein Chamäleon. Was? Hä? Wie haben die immer die gleichen Ergebnisse wie wir? Das ist doch ein Witz. Also wir haben die Videos ja schon ein paar Mal gemacht und wir haben jedes Mal, ungelogen, haben Easy und ich die gleichen Ergebnisse wie die zwei Mädels. Das ist doch ein Witz. Hä, voll cool. Okay. Tja. Warte mal, Ronja, essen Eulen nicht Chamäleons? Hä, welche Eule ist denn Chamäleons? Eule essen Mäuse, oder? Komm, wir Mädels sind Warte, die Mäuse. Was? Das ist eigentlich das Gleiche. Was? Chamäleon ja, gleich Maus? Okay, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen hoch da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, unbedingt, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und schaut bei der Easy vorbei. Ja! Der Kanal ist auch in der Infobox verlinkt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao!